fella's good. You know what fella's good for the moolah. Faszination Technik. Unter diesem Motto steht eine Aktion der Wirtschaftskammer, um Schüler und Schülerinnen der 6. und 7. Klassen von allgemeinbildenden höheren Schulen für Technik zu begeistern. Es ist ganz interessant, kleine Kinder sind ja sehr technikinteressiert. Jeder, der ein kleines Kind kennt oder ein kleines Kind zu Hause hat, weiß, die fragen einem Löcher in den Bauch. Also quasi, warum fliegt das Flugzeug, warum sinkt das Schiff? Irgendwann lässt dieses Technikinteresse dann bei den Kindern nach und wir können beobachten, dass nach der Schulzeit eigentlich sehr wenig davon geblieben ist. Jetzt braucht die Industrie vorwiegend und überhaupt die Wirtschaft viel mehr Technikerinnen und Techniker in den Berufen mit verschiedenen Qualitätsstandards. Und deswegen ist diese Initiative ins Leben gerufen worden, dass wir junge Leute wieder für Technik interessieren und ihnen auch die Karrieremöglichkeiten in technischen Berufen zeigen und vorführen können. Und diese Aktion scheint durchaus zu beeindrucken. Wir haben uns angeschaut, wie die Firma so arbeitet und haben auch mit den CNC-Maschinen, ich kann jetzt nur von denen reden, das war sehr interessant, sie hat das alles auf 100 Millimeter genau geplant, das ist schon sehr anstrengend. Und, kannst du dazwischen fräsen? Nein, lang nicht, das sind die ganzen Koordinaten, nein, das nicht. Und das wäre mir viel zu genau, da hätte ich meine Nerven wegschmeißen. Wozu man von Seiten der Wirtschaft übrigens keinen Grund sieht. Der Faszination Technik unterlegen nämlich immer mehr Schulen. Ja, wir haben erstens einmal mittlerweile schon 30 Partner in dieser Initiative mit dabei. Und wenn wir uns das Vorjahr anschauen, dort haben wir so 5 Schulklassen sozusagen gehabt, die ihre Ergebnisse präsentieren. Und wenn Sie sich heute umschauen, da sehen Sie schon eine Vielzahl von Klassen. Das Echo ist sehr gut und wir sind mit dem Verlauf der bisherigen Initiative sehr zufrieden. Wir haben ein Experiment aufgestellt und da geht es darum, dass wir ein normales Fichtenbrett mit einem kreuzverleimten Brett vergleichen. Was wir hier prüfen, ist eben die Biegsamkeit der beiden Bretter. Und da kann man eben sehr deutlich zeigen, dass sich das kreuzverleimte Brett viel, viel besser durchbiegen lässt und auch mehr Druck aushält, als wie ein gewöhnliches Brett. Die beteiligten Unternehmen sind mit dieser Aktion sehr zufrieden und sehen auch deren werbliche Vorteile. Ja, auf jeden Fall werden wir dabei sein. Sie präsentieren auch unser Unternehmen sehr, sehr professionell und hoffen, dass es auch für uns in dieser Richtung einen Nutzen bringt. Einige dieser Projekte haben auch durchaus einen praktischen Nutzen. Wir haben auch selber Bier braut. Ihr habt selber Bier gebraut. Und was macht ihr jetzt mit dem Bier? Ja, wir wollen es jetzt einmal den Juroren verköstigen und ja, den Rest dafür mitnehmen. Läuft das nicht ein bisschen unter Bestechung der Juroren? Naja, die anderen haben Kugelschreiber, Zuckerl und wir haben halt Bier. Am meisten beeindruckt war die Jury dann aber doch von den Teams des BG-BRG Leibniz. Gewonnen haben bei dieser Aktion aber alle.